In meinem Vortrag nehme ich Sie mit hinter die Kulissen der Vertrauensforschung. Wir werden uns anschauen, was Vertrauen ist, wie es entsteht und was auch Sie tun können, um die Beziehung zu führen, die Sie sich wünschen, beruflich und privat. Spannend ist übrigens, die Forschung zeigt, Mitarbeiter sind bereit, Entscheidungen mitzutragen und zu unterstützen, selbst wenn sie persönlich anderer Meinung sind, unter einer Voraussetzung, dass sie ihrer direkten Führungskraft vertrauen. Wenn ich mit Führungskräften in Workshops, Trainings oder Coachings arbeite, dann wird mir immer wieder eine Frage gestellt. Frau Schulte-Austum, wie holen wir jetzt eigentlich das meiste aus unseren Mitarbeitern raus? Und ganz ehrlich, das ist eine falsche Frage. Und wer falsche Fragen stellt, der kriegt garantiert falsche Antworten. So einfach ist das. Denn wer tatsächlich glaubt, dass er Mitarbeiter ausringen kann wie ein nasses Handtuch, der sollte sich nicht wundern, wenn Waschlappen unter ihm arbeiten. Am besten am Vortrag gefallen, dass ein wunderbarer Methodenmix zur Anwendung gekommen ist. Also wirklich diese tolle Rhetorik und Vortragstechnik gepaart dann mit selber ins Tun kommen und eigene Gedanken dann aufzunehmen und aufs Papier zu bringen. Man könnte stundenlang zuhören und das war so schnell vorbei, die Zeit, wunderbar. Ich würde den Vortrag jeder Person empfehlen, vor allem Personen, die sich auch selber ein bisschen reflektieren möchten. Jeder, der sich auch in Richtung Persönlichkeitsentwicklung interessiert, aber auch vor allem jene, die dieses Feld noch gar nicht entdeckt haben. Man kommt auf gewisse Dinge auch einfach drauf, wenn man zuhört. Und also es gibt keine Person, wo ich sage, da wäre der Vortrag nicht passend, weil das Vertrauen betrifft, wie sie auch sagt, es betrifft alle Menschen, es betrifft die ganze Welt. Und wenn wir uns alle mehr vertrauen, glaube ich, haben wir auch eine bessere Welt gemeinsam.